Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen! Ich habe das schon ewig nicht gemacht, habe richtig, richtig Bock darauf und deswegen könnt ihr an der Stelle auch einfach ein Like da lassen und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, sehr gerne ein Abo, macht die Glocke an. Es nervt mich hart, wenn alle YouTuber das andauernd sagen und ich mache es echt selten, aber es hilft einfach und es erinnert immer den einen oder anderen, dass man, wenn man irgendwie Gefallen dran gefunden hat, auch ein Like da lassen kann. Vielen Dank dafür. Wir beobachten Rebirth Squads und da machen wir jetzt eine kleine Serie draus und zwar so eine Squad-Trio-Duo-Solo. Obwohl bei Solo, doch, bei Solo kann ich auch zugucken. Serie. Ich springe alleine, ohne VPN, ohne alles, mit meinem richtigen Account einfach ab und wir gucken uns an in Squads, in Rebirth erstmal und wenn ihr das wünscht, schreibt es rein, können wir es auch in Caldera machen, obwohl ich Caldera schrecklich finde und gucken uns an, wie die Leute in meinen Lobbys spielen. Hintergrundinfo, heute habe ich noch keine Runde gespielt, das heißt, ich weiß nicht, wie das SBMM funktioniert oder nicht und wenn das alles durch ist, zeige ich euch in meinem COD-Tracker, was für eine Durchschnittslobby-KD diese Games hatten. Und im Sinne dessen, dass ich mich so hart, so oft darüber aufregt, dass ich in 1.3er, 1.4er, 1.5er Lobby spielen muss teilweise, hoffe ich, dass die Runden, die wir uns angucken, nicht durch Zufall alles 0.7er sind. Alle anderen könnt ihr natürlich auch sehen. Wenn euch das Format gefällt, lasst ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns in die Runde reingehen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Schauen wir einfach mal. 20 Euro, 20 Euro, 20, 60 Euro. Jeder Hund läuft damit rum. 40 Euro. Wollt ihr mich denn am Arsch lecken? 40 Euro. Und jede meiner Lobbys besteht aus diesen drei Skins. Alter Vater. Nehmt die Hälfte der Zeit, die ihr für das hier investiert und 20 Euro. Macht das Game besser und ich wäre sogar bereit. Oh, ich krieg was zurück dafür. Arschlöcher. Und ich wäre wirklich bereit, da mal was zu kaufen, aber das hier ist ja... Nein. Also Leute, Plan ist relativ einfach. Das allererste, was wir machen, wir springen aus dem Helikopter. Okay, Controller geht. Ihr wisst, mit Chronos dran, da kommt ihr auch dem nächsten Video. Da werdet ihr mich für hassen, aber ich muss es machen. Und ab hier rein. So, und damit ist das Thema durch. Und jetzt können wir nämlich random den Teams zuschauen, wo auch immer sie sind, wer auch immer sie sind, was auch immer sie sind. Jawohl, wir haben Ice hier zugeguckt, der anscheinend vielleicht genau dasselbe macht wie ich gerade. Allerdings mit dem Squad und 187 im Plan-Tag. Ich habe also ein bisschen Zweifel daran. So, was haben wir? NRW als Plan-Tag. Nordrhein-Westfalen, vermute ich. NVRV. Er spielt auf einem... Das ist übrigens, falls ihr es nicht wusstet, links oben die Anzeige von der Latenz. Ist tatsächlich die Latenz von dem, dem ihr zuguckt, wenn ihr da reinschaut. Er wurde gerade getötet, Sir Kantholz, von No TTV Fangs TTV Noob. Allein dieser Name sorgt schon dafür, dass mir kotzübel wird. Envy Level 34, Prestige, sagt ja irgendwie gar nichts mehr aus. Das ist ja eins dieser Probleme, die wir haben. Selbstverständlich auf dem Prison ist auch, wenn wir spielen, wenn ich spiele, eigentlich immer die Location, oh mein Gott, wo ich mich wiederfinde, weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oha. Pass auf, der kommt gleich wieder hochgelaufen. Ja. Oh mein Gott. No TTV, thanks TTV Noob. Prison Dach ist für mich immer die Location, wo ich am liebsten lande, weil ich da einfach auf Kills gehen kann. Und mir persönlich ist der Win in Rebirth nicht so wichtig wie eine Runde mit 10, 15, 20, 25 Kills. Oder Rekord ist jetzt 27, das Ziel ist 30. Einfach, weil ein Win am Ende ist auch noch ein bisschen Luck und so. Und das Gefühl, besser zu werden, was man leider an keinem Ranking hat, sondern nur vom Gefühl, wie man Gunfights auftritt, wie man sich positioniert, ist für mich persönlich wichtiger. Sein Team, also jetzt sind wir hier bei dem Teammate von ihm. Wir switchen einfach so automatisch rum. Sir Kantholz fickt da oben mit der Own alles. Sein Teammate. Der hier ist, ich weiß nicht, Ukrainer, Russe. Jetzt finde ich aber Sir Kantholz interessanter als den hier. Ach schade, ich kann natürlich jetzt nicht sehen. Okay, er ist tot. Sir Kantholz, 4 Kills. Ist mit dieser gottlosen Own Gun unterwegs und haben insgesamt, auch wenn dieser No TTB Heine jetzt da war, anscheinend sein Team ganz gestorben, haben hier bisher immer noch kein einziges Team, was rausgeflogen ist. Wir spielen immer noch mit 10 Teams um. Wir sind mit 10 gestartet. Da landen schon wieder welche. Das ist jedes Mal vom Prison aus, dass man im Prinzip oben Gunfights hat und dann
wir nennen das immer Hexenhaus, ebenfalls. Was ich hier schon wieder so schlimm finde, der oder die beiden haben überhaupt gar kein Interesse, sich da wegzubewegen. So, jetzt hören sie hier Schritte, die sind über ihm, entweder rechts über ihm oder rechts unter ihm. Das lässt sich in diesem Game ja einfach nie sagen. Jetzt haben sie sich den mobilen Shop gekauft. Da ist, das sieht mir schon wieder sehr aus wie No TTV irgendwas Freund. Zu zweit wird gefickt von Giranok. Ich habe jetzt natürlich keine KDs, das wäre mal so interessant. Oh mein Gott, er wird von zwei Leuten gleichzeitig gepusht. Das Team ist damit raus. Und es ist das, was ich immer wieder sage. Es ist ultra schlimm, wenn ganze Teams, und jetzt waren zwar nur zwei, aber einer ist ja schon abgehauen aus der ganzen Runde, jedes Mal zu viert, guckt euch das mal, guckt mal auf die Karte, Leute. Guckt mal auf die Karte. Es sind alle vier mit einem Abstand von 30 cm zueinander auf dem Dach von Prison. Und jetzt will ich euch was sagen. In Rebirth ist ja ein Grundpfeiler dieses Modus, dass man immer wiederkommen kann. Oder bis zu einem gewissen Zeitraum, solange einer überlebt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist viel höher, wenn vier Stück ein bisschen voneinander Gunfights haben, sich dann kurz zusammentun für ein Loadout, vielleicht ein bisschen trennen. Weil es ja unwahrscheinlicher ist, dass vier Einzelne an vier Positionen gleichzeitig sterben. Im Gegensatz dazu, dass vier an einem Stück hängen und dann vielleicht auf ein Team treffen, was da langläuft, was einfach besser ist. Und mich als Spieler, am Ende, es ist eine Spielart, die sich Teams aussuchen. Und die übelsten, unnötigen Tryhards, die der Auffassung sind, sie verdienen Geld, wenn sie das hier machen, spielen teilweise auch so. Und am Ende ist es eine Spielart, so wie ich es bevorzuge, mich eher zu bewegen. Aber ich finde es halt eklig. Und ich finde es auch eklig, sich hier auf Prison rundenlang aufs Dach zu stellen und Leute abzuaimen und dann werden Loadouts abgeaimt und alles. Die beiden haben jetzt, oder die haben jetzt zwei Loadouts. Der normale Loadout plus der Standard. Ne, es sind zwei gekaufte, soweit ich das sehe. Sind immer noch zu vier. Das war clever. Die Muni, die er übrig hat, wirft er raus, holt sich dann die Muni-Box. Da oben auf dem Tower ist auch schon wieder jemand. Und ihr seht das ja mit dem Radar. Und gerade hier oben ist es ganz cool. Da, wo er jetzt hinguckt, ist ja an dem Radar-Säule, könnt ihr es ja für 1500 aktivieren. Ich finde die Erfindung ganz cool, dass man ein bisschen besseren Überblick hat, wenn man oben ist. Aber es ist natürlich übel, wenn da jemand im Endgame relativ viel Geld hat. Er kann das andauernd aktivieren wieder. Und man hat keine Chance, da irgendwie der eine tötet. TikTok Scorps. Gott, diese Namen. Diese Namen sind so, so schlimm. Und auch TikTok ist, ich werde jetzt irgendjemanden damit bestimmt fronten, aber TikTok ist keine Plattform, auf die man stolz sein kann, wenn man da Follower hat oder sonst was. Ich habe auch einen TikTok-Account mit, weiß ich nicht, 40 Followern und 5 Videos. Er wird absolut gelasert. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind sie hier oben nur noch zu zweit. Der eine Teammate von denen kommt jetzt hoch. Jetzt wundere ich mich aber gerade, wo der ist, der ihn gelasert hat. Jetzt wird er von hinten abgeschossen. Er kommt seinem Teammate zur Hilfe, spielt die Typ 100, ist die aktuell beste MP, was Bewegungsgeschwindigkeit und Time to Kill tatsächlich angeht. Nachteil bei der ist natürlich A, Reichweite und B, kleines Magazin. Das richtige Magazin, was ihr nutzen wollt, ist das 36-Schuss-Magazin. Okay, da ist der nächste deutsche Clan. Ja, ich weiß, 4-4-5-4. Er hat zwei Schüsse abbekommen und lässt sein Teammate direkt alleine, läuft zurück, spielt auch ein normales Loadout, so wie alle in meinen Lobbys aktuell. Own Typ 100, MP40, STG. Basic das Wurst hat sein Teammate getötet. Diesen Namen. Also Leute, ich weiß nicht, was für eine Durchschnitts-KD diese Lobby hier hat. Aber ich gehe aktuell davon aus, dass wir hier im Bereich 1-2, 1-3, 1-4 sind. Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, alle Lobbys, die man in Rebirth spielt, die über 1-0 sind, sind in der Regel anstrengend. Also wirklich anstrengend. Und dieses Thema Skill-Based Matchmaking, das haben wir schon so oft gehabt. Das war übrigens eine schlaue Rotation. Ist unten durch Prison einfach durchgegangen. Oh, ist jetzt allein am Leben. Okay, sein Teammate ist jetzt wieder zurück. Jetzt heißt, er kann Risiko gehen. Ja, die Rotation war clever.
So, er spielt das 50er Magazin. Das finde ich auch gut. Manche spielen ja, ich würde erst auf die MP wechseln, Bro. Manche spielen ja das 60er Magazin. Das ist so schlimm, ne? Er weiß, beide haben kein Self-Rest. Er merkt, dass er die ganze Zeit von hinten angeschossen wird. Von No TTB, diesem Heini. Aber er ist so viel geiler auf diesen einen bestätigten Kill, als darauf, sich vielleicht umzudrehen. Er kann nicht wissen, ob der jetzt vom Tower schießt oder von sonst wo. Um sich den zu holen. So, er muss jetzt überleben. 25 Sekunden. Macht Vova. Kann ich euch nur empfehlen auf YouTube. V-O-V-A oder auf Twitch am meisten. Macht es auch, wenn er Solo spielt und irgendwie einen Timer wieder hat und überleben muss. Er geht da oben erstmal rein. Meiner Meinung nach Vova einer der am wenigsten bekannten und krassen Spieler in Rebirth. Er muss jetzt hier überleben. Er hat gar keine Option. 3 Sekunden noch. Also die Rotation eben auf das Prison-Dach war wirklich gar nicht blöd, um ehrlich zu sein. Aber die Frage ist, was machst du jetzt? Ich meine, guckt euch das an. Dieses Team ist campend vom Prison-Dach weggehauen worden, nachdem es ein campendes Team auf dem Prison-Dach weggehauen hat. Und auf dem Prison-Dach jetzt ist ein anderes Team am campen. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte von Rebirth mittlerweile in meinen Lobbys. So, er kriegt komplett die Hits von TTV Noob. Oh Gott, diese Namen, diese Clan-Tags verursachen bei mir immer so Angststörungen und so leichte Hassgefühle, um ehrlich zu sein. So, Wiedereinstieg ist nicht möglich. Tatsächlich, wir sind schon relativ im Endgame. Er ist jetzt bei 11 Kills. Ist jetzt doch ein Wiedereinstieg möglich gewesen? Wurde auf jeden Fall unten nicht mehr angezeigt. 5 Teams plus das Team sind 6. 11 Kills ist eine stabile Runde für Rebirth. Muss man in den Lobbys einfach sagen. Es ist jetzt kein Rekord oder so, aber es ist schon nicht schlecht. Aber die Frage ist, was will er jetzt damit machen? Man hört Schritte. Direkt über ihm. Ob man Schritte hört oder nicht in diesem Game, ist auch mehr Zufall als gewollt. Angeblich arbeitet Raven Software ja an einem Audio-Fix-Bug. Oh, den will ich auch tauschen, Bro. Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn Raven Software an irgendwas arbeitet, was Warzone oder Rebirth betrifft, geht irgendwas kaputt dabei. Also das sollte jetzt mittlerweile jeder gehört haben. Ja. Das ist gottlos. Also, ich muss auch sagen, den Spot kannte ich nicht mal. So, lass uns mal gucken, was der Teammate da draußen veranstaltet. Der ist ja nicht in der Zone. Also, wenn er damit durchkommt, ne? Übrigens dauert immer 18 Minuten. Er hat 3 Kills. Irgendjemand schießt in die Nähe von ihm. Oh, oben direkt auf dem Dach. Ja, aber da ist er jetzt am Arsch. Wir gehen nochmal rüber. Das ist so gottlos. Das ist so gottlos, was er da macht, Leute. Jetzt holt er einen Teammate. Das ist clever. 2 Teams nur noch. Er... Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm das gönnen würde, die Runde zu gewinnen. Aber die anderen, dieser komische deutsche Clan, das ist Fangs TTV Noob. Also dieser Name. Okay. 1 gegen 3, er ist am Arsch. Er ist absolut am Arsch. Er hat keine Gasmaske, er hat keinen Stim. Er ist einfach am Arsch. 13 Kills, hat gottlos gespielt am Ende und die Runde dann trotzdem verloren. Holy fuck. Ey, diese Namen, Leute. Diese Namen, die gekauften Skins und dann er, Super Mario. Ich glaube, gekaufte XM4. Es ist so krass, ne? Große Teile der Community beschweren sich ja berechtigt über Activision, über Verhalten und sonst was und hauen im Shop so viel Geld raus teilweise. Das ist wirklich, wirklich nicht mehr witzig. Jetzt weiß ich leider natürlich nicht, wie die Durchschnitts-KD ist. Die werde ich euch am Ende jetzt gleich einblenden. Dafür muss ich das Video schneiden und ein bisschen warten. Wenn ihr sowas feiert, Leute, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und sagt mir mal, wie sind eure Rebirth-Runden? Sehen die genauso aus wie die hier? Sweaty. Absolut sweaty und nervig. Ich bin raus für heute. Haut rein.